Das Händler-Special. So. Oh mein Gott, scheiße. Ist natürlich gerade schlecht, wenn du jetzt gerade in dem Moment, wo ich ein Händler-Special machen möchte, ist der Preis ziemlich angestiegen. Jetzt weiß ich nicht, ob sich das lohnt, wenn ich das kaufe. Mal sehen. Meinst du, ich soll das einfach mal machen? Mach. Ja, dann sehen sie auch mal, wie man als Händler verkacken kann. Ja, wie man Verlust machen kann. Genau. Aber es ist wirklich begrenzt, weil ich kann gradkundig 15 kaufen, jetzt kann ich nur noch 14 kaufen. Okay, ich kaufe jetzt mal... Ja, sehr schön. Das Lustige, es stand auch da, you have gained contribute experience. So, jetzt dürfen die Leute zuschauen, wie wir mit diesem tollen, tollen Backpack zurück in die Stadt laufen. Hey, komm, das ist sehr unterhaltsam, finde ich. Ist es. Wenn man bedenkt, dass es das in der ersten CPT noch nicht gab und sie haben versprochen, sie werden das Händlersystem noch ausbauen und ja, sie haben ihr Wort gehalten, ne, im Endeffekt. Das ist halt echt genial, ne, jetzt kannst du auch endlich selber loslaufen mit dem Zeug und kannst, ja, Zeug abgeben. Ich weiß nicht, ob es das in der ersten CPT auch schon gab, aber ich glaube nicht. Und wenn es das schon gab, wie das Maussystem, dann haben sie es jetzt vereinfacht. Ne? Weil ich meine, das mit dem Mauskampfsystem, dass es das schon gab, also ich könnte mich da nicht dran erinnern, ne? Aber wenn Pearl Abyss das sagt, es gab es schon, dann gab es das schon. Ne? Allerdings befürchte ich, dass ich bald mal das Spiel neu starten muss. Weil langsam fängt das echt übel an, Performance zu ziehen, das Spiel. Da scheint wohl noch was nicht ganz in Ordnung zu sein. Was macht denn ihr beide gerade? Außer breitbeinig durch die Gegend laufen. Das mache ich nicht mehr. Nee? Ach, schade. Doch, neuen Charakter schon. Erstellt. Schade. Das müssen sich die Leute unbedingt anschauen, dieses Outtake. Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der da teilweise breitbeinig durch die Stadt läuft. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar andere, die ihre Charaktere breitbeinig gemacht haben. Natürlich zu Testzwecken. Rein wissenschaftlich, ne, Dark Noise? Ja. Hey, da schlägt mich einer. Der ist aber gemein. X-Ray, wo bist du denn? Ich bin, wenn man gerade aus der Stadt rennt, auf der Map links, kurz vom Ausgang. Wenn man aus der Stadt rennt, das ist so eine Aussage. Die ist super, die Aussage. Ja, weil die Stadt ist ja überhaupt nicht offen und es gibt nur einen einzigen Ausgang in dieser Stadt. Ja, bei dem bin ich. Ganz nah so. Dran. Bei Rita. Nee. Gesundheit. Nicht ein NPC. Ach, das ist ein... Ich bin sehr verwundert, dass fast gar keiner handelt in diesem Spiel. Es laufen echt sehr wenig rum mit Händler, also... Ich finde, das ist gerade das Beste in diesem Spiel. Den ganzen Tag stumpf von A nach B laufen. Muss ich dabei eine goldene Nase verdienen. So, schauen wir doch mal. Haben wir Gewinn gemacht? Oh, guck mal. Nee. Ha! 200. Keine Settings, um das mit dem Strafe einzustellen. Was für ein Strafe? Wenn du A und D drückst, gehst du Strafe. Wenn du dabei aber W und oder S gleichzeitig drückst, dann dreht sich der Charakter noch und läuft nicht mehr Strafe. Also nicht mehr seitlich. Okay. Ja, hier sieht man quasi, was sehr man kaufen bedürftig. Kann. Interessant, was man hier alles kaufen kann. Ich glaube, hier kann man Farbstoffe kaufen zum Handeln. Was denn? Ach, der Outtake. Super, jetzt hast du gespoilert. Danke. Oh, ja, tut mir leid. So, hier sieht man natürlich die aktuellen Marktpreise. Oh, wundervoll.
Interessant, würde ich sagen. So.